Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Medieval. Ja, wie wir sehen, der Baum ist endlich weg. Oh, es hat so ewig gedauert, diesen Baum hier rauszukriegen. Es hat so einfach verdammt ewig gedauert. Aber er ist weg und von daher würde ich sagen, gehen wir die nächste Baustelle an. Und da hätte ich in der Hinsicht schon eine schöne Idee. Und zwar würde ich gerne... Ja, und unser Hexenhäuschen, beziehungsweise eventuell Hexenturm anfangen. Allerdings bin ich da noch am überlegen, ob wir den wirklich da in die Ecke bauen. Ich meine, schön wäre, das ist zwar eine ganz schöne Entfernung, um dahin zu kommen. Allerdings hatte ich mir da auch überlegt, da könnten wir auch ein bisschen vielleicht was anderes machen, indem wir uns denn nebenbei durch den Berg graben. Und ich sehe gerade, ich habe schon wieder Hunger hier, verdammte Axt. So, die nehmen wir uns mal rein hier eins. Ja, die Idee war im Endeffekt nachher sich den... Und den musste ich Schuhe loswerden. Es nervt einfach mit den Schuhen so dermaßen. Die sind so lahmarschig. Oder vielleicht sollte man mal gucken, ob Tinkers vielleicht ein Update hat. Was ich allerdings auch nicht wirklich glaube. Ja, jedenfalls würde ich mich gerne eventuell denn hier durch den Wald graben. Oder durch den Berg. Denn... Ja, ich möchte schon eigentlich gerne die Schlucht da hinten nutzen, die wir haben. Ich finde es nicht verkehrt. Eine schöne Ecke. Bisschen versteckt. Und dass wir dann hier, sag mal, hier so außenrum, machen wir den Weg. Und hier hinten, da ist Kohle, halt gesehen. Also sowieso erstmal den Weg dahin finden wieder. Ja, sehr toll. Denn wir wollen... Im Endeffekt ja eigentlich hier drin? Nee. Bäh. Ihr wart nicht. Oder? Doch, wart. Hier drinnen soll ja dann das Häuschen eigentlich entstehen. Beziehungsweise der Turm. Wobei jetzt echt die Frage ist, ist es sinnvoll hier hinten? Oder eher nicht? Das ist so jetzt die Überlegung gerade, die sich mir stellt. In die Ecke finde ich schon schön. Ich würde schon gerne hier irgendwas Verstecktes hinten drinne bauen. Das wäre schon genial. Aber die Frage ist, ob das für den Turm ausreichend ist vom Platz her, weil das doch ziemlich eng ist. Aber irgendwas hier machen möchte ich schon. Der Turm. Auch wirklich den Turm hier hinsetzen. Beziehungsweise das Haus. Ich weiß noch nicht, ob ich einen Turm oder ein Haus baue. Ich habe eine Idee für einen schönen Turm gehabt. Allerdings, ja, musste ich die verwerfen. Da ich eine Mod, die ich gerne drin gehabt hätte, nicht mehr wirklich installieren konnte. Aber man könnte den Turm ja auch woanders hinsetzen. Zum Beispiel hier oben drauf. Turmhaus, wie auch immer. Sag mal, da hinten, da kommt ja dann sowieso noch irgendwann der Leuchtturm hin, wobei der Leuchtturm und der Turm nebeneinander, ob das so schön aussieht. Das wirklich so gut ist, wenn da hinten denn der Leuchtturm steht und hier... Ecke ist so clean, das ist so eng. Das wird ganz schön eng. Oder man macht dann wirklich, dass man... von unten her ein bisschen dünneren Turm baut und nach oben hin dann ein bisschen kräftiger wird. Flup, 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 flup. Schwierig gerade, muss ich ehrlich sagen. Also es ist schon ziemlich knapp bemessen, sag ich mal. Also man müsste eigentlich den hier noch wegnehmen. Die Blöcke. Selbst Dennis ist immer noch ziemlich... Das ist schon schön. Mir fällt, dass das so versteckt in so einer Schlucht ist, in so eine kleine, alles ringsrum von Bergen umgeben und so. Das gefällt mir schon sehr gut. Muss ich sagen. Aber mir fällt es eben nicht, dass das so... Ja...
Man könnte ja mal. Einfach mal so ihn auf diesen machen. Warte mal, wo haben wir? Da. So, und dann buddeln wir uns mal hier einfach durch. Sehr, komm. Na komm. Und die können wir eigentlich auch noch wegnehmen. Wenn wir hier nochmal die RD hinsetzen. Das sammeln wir in. Und hier nehmen wir natürlich auch die Erde weg. Hallo? Ihm. Ja, und dann LKW. Zack. Zack. Flup, flup, flup. So, dann hätten wir ein bisschen. Bisschen mehr Platz. Den Baum könnten wir eigentlich auch wegnehmen. Hallo? Ist die Lamba-Ex echt so langsam oder was? Ach, die ist kaputt. Die ist einfach nur kaputt. Oh. Deswegen ist die so lahmarschig und hat auch bei dem Baum nicht funktioniert. Oh. Wird wir ihn außenrum. Oder wir graben uns hier durch. Könnten uns eigentlich auch gleich mal hier durchgraben. Dass wir sagen, wir bauen das Ding doch hier hin. Genau so wollte ich es haben. Und zwar so. Den nehmen wir so jetzt. Und dann buddeln wir uns hier den Tunnel so durch. Uch. Sehr schön. Da hätte ich gern den. Oder nee, warte mal. Wir könnten noch den Marmor nehmen. Und dann würde das nicht ganz so fallen. So, hier gehen wir dann. Und dann von oben. Und eh mal. Bitzi. Und was wir auf jeden Fall brauchen, sind hier unten Fackeln. Müssen wir halt später alles noch ein bisschen ändern, sag ich mal, dass wir hier vernünftiges Bild haben. So. Wird sowieso noch alles ausgekleidet, denn im Endeffekt. Und ich bin gespannt, wo wir nachher denn ankommen. Oh, und dunkel wird es auch gerade, sehe ich. Sehr schön. Habe ich denn ein Bett bei? Ja, ein Bett haben wir bei. Sehr schön. Hallo? Hallo? So, dann schmeißen wir uns mal kurz ins Bett. Solange wie dunkel ist. Und weiter geht's. Oh, da kommt Sand. Und so wie es aussieht, auch Strand. Warte, 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 warte. Zack, zack. Oben müssten wir das denn eigentlich mit Erde wieder ausfüllen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt hier nicht auf Meeresniveau kommen. Das wäre ein bisschen suboptimal. So lange nicht mehr, ganz ehrlich. Ich sehe zu kommen, dass wir hier echt auf Meeresniveau sind.
Ich habe Angst davor. Nee, kommen wir nicht. Gut, sehr schön. Heißt, wir können das ganz gemütlich abbauen. Na komm. Ist natürlich ein bisschen doof, dass wir uns jetzt hier durch den Strand hier graben haben. Aber finde ich persönlich eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ja, mal gucken. Mal sehen, wo wir ankommen. Wieder Sand. Und also auf jeden Fall können wir uns nicht beschweren, dass wir keinen Sand hätten. So, der kommt noch weg. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir denn hier direkt mal hochgehen. Ich könnte mal einen Weg hier lang machen. Das wäre schon passend. Könnt ihr ja erstmal so lassen im Endeffekt. Also erstmal kann ja so bleiben. Und jetzt hier jeweils noch ein paar Fackeln dran. Oh, hier auch nochmal. Zack, zack. Dann haben wir das nämlich auch. Dann sollten wir uns noch ein paar Fackeln fertig machen. Einfach damit wir sie haben. Und wir müssen unbedingt unsere Lumber-Axt. Die müssen wir auf jeden Fall reparieren. So geht's ja nicht. Deswegen hat die auch den Baum dann nie weggehauen oder hat so lange ewig gebraucht. Die ist einfach nur im Arsch. Und Burger können wir so gleich wieder reinschmeißen. Und den ganzen Klumpatsch hauen wir auch mal hier aus der Liste raus. Den brauchen wir ja erstmal nicht. So, dann würde ich nämlich gerne jetzt erstmal die Vorbereitungen treffen. Hier ist ein Zombie irgendwo. Und hier müsste man sich denn vielleicht eine Hängebrücke oder sowas, irgendwas Schönes. Mit der Kirche sieht gut aus. Doch, das gefällt mir sehr gut. Mit dem Turm. Dass wir uns denn, ja, da eben noch irgendwas basteln. Wir müssten mal gucken. Vielleicht hat DecoCraft hat bestimmt irgendwas Schönes, wo wir uns was draus zusammenzimmern können. Mal sehen. Bin gespannt. Erstmal möchte ich da die Vorbereitung treffen. Das heißt, wir müssen eigentlich dahin. Wir müssen hier hin. Und Bäume sind umgewachsen. Sehr schön. Die werden wir noch brauchen. Würde gerne einen Turm machen. Ich habe da eine schöne Idee im Kopf. Für einen Turm, den ich gerne machen wollen würde. Allerdings ist so eine. Halt. Nee. Da. So. Ein Block sollte ja eigentlich reichen, um die wenigstens. Ach, die heilen. Ach, auf immer jetzt, ja. Möchte jetzt einfach mal nur aus Prinzip. Okay. Das funktioniert zumindest. So, jetzt bin ich gespannt, was da hinten passiert, wenn wir da nochmal hingehen. Und danach, wie gesagt, würde ich gerne eine kleine. Ja. Gerade gesehen. Gerne eine kleine Reise machen, um die Materialien für den Turm zu sammeln. Und einen Stall müssten wir eigentlich auch noch bauen. Aber eigentlich würde ich gerne den Turm anfangen. Wie gesagt, ich würde gerne einen Turm bauen, aus dem einfachen Grund. Ja, warum ich jetzt die Idee auch im Kopf habe. Ich würde gerne in der Hinsicht mehrere Stockwerke machen und jedes Stockwerk hat natürlich seine eigene Spezifikation, würde ich sagen. Und zwar, das war, weiß ich, in der unteren Etage haben wir ein bisschen was von Towncraft, dann Stockwerk höher haben wir was von Musecraft und dann noch ein Stockwerk höher haben wir eben das nächste und so würde sich das eben immer weiter fortsetzen, bis man denn irgendwann ja einfach
einen fetten Turm hat, wo jedes Stockwerk eben seine eigene Dinger. Ja, da wäre dann, wie gesagt, noch, ja, jene Mod schön gewesen. Schade, dass das nicht funktioniert. Also mir ist das Spiel andauernd dann abgeschmiert, aber mit dem Tunnel, das passt schon. Hier müssen wir oben bloß noch zubauen. Das würde ich nicht unbedingt so offen lassen wollen. Hier nehmen wir natürlich auch noch alles an Materialien dann raus. Moin. Im Moment. So. So, da ist er wieder. Ja. Ah, erstmal wieder sammeln. Ja, hier stand gerade ein guter Freund von mir, einfach mitten im Raum. Ja. Gut, okay. Ja, jedenfalls. Was wollte ich probieren? Ach so, mit der Lumber-Ex. Imir. Der Zarte. Ja. Ah, und auf immer jetzt. Also war sie doch kaputt. Gut. Ich würde sagen, wir sortieren den ganzen Klumpatsch in. Und dann begeben wir uns auf eine Reise. Den würde ich auch noch weghauen. Oder. Na, wir lassen den erstmal. Wir lassen ihn erstmal stehen. Der Weg an sich, den finde ich gut. Den müssen wir noch ein bisschen ausbauen. Das machen wir noch ein bisschen schicker alles. Und ich höre ein Skelett. Und ja, dann werden wir uns mal auf eine kleine Reise begeben. Wieder mal. Und zwar einfach für das richtige Material. Auf der Suche nach dem richtigen Material für unser Türmchen. Ja, an sich, wie würde ich den Weg. Ja, ich weiß noch nicht, wie ich den Weg machen soll. Soll der denn hier lang gehen? Ich werde ja gut. Hinten hier. Gut, hoch. Die zwei Blöcke mal abnehmen und dann hier auch vielleicht noch irgendwann mal so was hin. Irgendwas lustig hin basteln. Entschuldigung, mal gucken. Boah, was ist denn jetzt los? Jetzt halt hier einen Schluck auf. Ja, tolle Wurst. So, hier würde ich eine Brücke drüber bauen. Über den kleinen See. Und diese Schuhe, ich weiß auch nicht, also, die sind schön. Relativ sinnvoll, aber dieser Waterwalk, der ist ja wohl total. Naja, kann man sich eigentlich, muss ich ehrlich sagen, schenken. So, warte mal, wir haben hier noch ein bisschen Erde. Die nehmen wir natürlich auch dann so mit, wie sie ist. Zack, machen wir hier mal zu. Einfach damit das bisschen natürlich. So. Einfach nur so. Gut. Ja, denn insortieren und Reise. Da freue ich mich eigentlich schon drauf. Könnten die allerdings auch mal aufladen lassen sich. Normalerweise müssten die sich ja auch jetzt aufladen. Boah, da irgendwie vergeht die Zeit hier schneller, kann das sein? Oder täusche ich mich da ein bisschen? Ding, 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 ding. Ich denke mal, die Lumber-Eggs, wenn wir an den Baum komplett verbraucht haben. So, denn Sand kommt hier alles drin. Das kommt drin. Eigentlich könnten wir das auch mal schneller machen. Was, zack. Den Granit. War schon Granit? Weiß ich nicht. Kommt das hier alles drin. Das drin. Marmor auf jeden Fall, den nehmen wir mit. Das Ding könnten wir eigentlich hier lassen. Das kommt woanders drin. Die Wursten war ein, die Knochen können damit drin. Was haben wir hier? Salz noch? Ach, das ist Salpeter, gut. Und den Rest sortieren wir woanders ein. Die Lumber-Ex ist schon wieder hier regeneriert. So, dann kommt das. Darin den Pfeil müssten wir eventuell noch nach oben schmeißen. Das Salz. Das kommt darin. Das schmeißen wir in Kompost. Das Bett könnten wir eigentlich in den Rucksack drin schmeißen wieder. Toll. Also wir werden, was auch immer, ob nur Haus oder Turm, ich bin mir da selber noch nicht so wirklich sicher. Werden wir auf jeden Fall da hinten hinbauen und irgendwie wird das schon wieder dunkel. Ich hab das Gefühl, als wenn das schon wieder dunkel wird hier in dem Spiel. So, das kommt hier unten rein, da haben wir 29 von. Reicht aus. So, den bringen wir das andere noch weg.
Ich denke, Kiwis und so werden wir nicht unbedingt brauchen. Hier ist schön was drin. Zack, das kommt auch noch mit zu. Und eigentlich könnten wir sagen, ja, wir nehmen den Atlas hier mit drin. So, wir sind hier im Anwesen. Und das letzte Mal sind wir hier oben gestorben. Gefährliche Schönheit. Ja. Oh Gott. Gehen wir hin, komm. Oh. Haben wir hier noch irgendwo? Ne, haben wir nicht. Sehr schön. Dann werden wir uns mal gleich ein paar Burger wieder drin schmeißen. Da ist das Ding. Da ist ein schwarzes Schaf. Und eigentlich würde ich gerne in diese Richtung. Schwarzer Granit. Aus dem schwarzen Granit. Das ist eigentlich genau das, was ich suche. Würde ich schon gerne was machen wollen. So, das packen wir mal hier hin. Aber ich weiß noch nicht wirklich, ob es das ist, was ich wirklich... Ich weiß es noch nicht. Erstmal würde ich mir gerne den Baum da angucken. Ich habe eine Lavaquelle gehört. Silberholzstamm. Wow. Das ist schön hier mit den Kirschblüten. Das finde ich echt schön. Wow. Leichte Ruckler. Und hier scheint ziemlich viel Marmor zu sein. Guck mal hier. Marmorsmaragderz. Oh. Und wie viel? Da sind Leitzweher rausgekommen, sehr schön. Die nehmen wir mit. Würde gerne so einen Kontrast schaffen aus dem dunklen und ja, Block, sag ich mal. Ja, sehr schön. Wieso ist denn hier? Was ist denn hier Ton einfach mal so? Sinnlos vor allem. Und wir bauen das mal ein bisschen ab hier, dass das wenigstens halbwegs vernünftig aussieht. Wir haben 5 Smaragde. So, eigentlich müsste man das mal hier auch alles nach oben sortieren. In unser Hauptding. So, das, ja, kann da mit drin. Und dann haben wir hier Marmor. Ist das der Marmor oder? Marmor Underground Biomes ist es nicht. Ich mag dieses Underground Biomes, mag ich wirklich. Aus dem einen Grund, weil wir so viele Rohstoffe auch kriegen, die wir sonst ewig farmen würden. Weil ewig nachsuchen müssten. Ja, falsche. So. Und hier können wir aber die nehmen. So. Das nehmen wir auch noch mit. Das nicht unbedingt. Marmorschüssel. Den könnten wir zum Beispiel da mitnehmen. Das wäre vollkommen in Ordnung. Und dann schauen wir uns hier mal ein bisschen weiter um. Oh, ist hier eine Höhle? Nee. Ah, hat er einfach bloß nicht nachgeladen. Marmor Underground. Marmorschüssel. Davon wäre eine Menge. Eigentlich könnten wir das auch mit einem Hammer machen. Warum machen wir das so? Ist doch so viel schneller. So, das können wir auch noch mitnehmen. Dann haben wir, oh, gleich nochmal. Und, oh, komm hier. So, und dann wird die Schwierigkeit sein, sich wieder hier hochzubauen. Da. Und dann nehmen wir den noch mit. Dann könnten wir sagen, hier. Und hier. Hier ist auch noch ein bisschen was. Da nehmen wir auch noch mit. Flip, 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 flip. Den könnten wir auch noch mitnehmen. So, und dann. Für die Feinheiten natürlich Spitzi.
Ja, ich habe gesehen, da unten war noch ein bisschen was, aber ist egal. Ich hoffe, ich war so schlau und habe den Rucksack mitgenommen. Das weiß ich gerade im Moment nämlich nicht. Den nehmen wir auch noch mit. Und wie kommen wir jetzt am blödesten hier raus? Gar nicht. Basalt. Moment. Mal sehen. Und jetzt wird schon wieder dunkel. Ist doch nicht wahr. Gabbro, Alter. Marmor Underground, Marmor Underground. Gut, dann das Bett hier erstmal rein. Oh, und da unten habe ich gerade was gesehen. Da habe ich gerade was gesehen. So, das Bett schmeißen wir auch erstmal hier hin. Das ist ja auch cool. Weizen. Hier ist noch ein Kirschbaum, den nehmen wir noch mit. Noch einer. Hallo? Ganz arm rein. Boah, was ist denn hier los? Und eine fette Höhle schon wieder. In der Höhle möchte ich eigentlich ungern drin gehen, muss ich ehrlich sagen. So, die Frage ist, in welche. Ja, wir bewegen uns noch. Bewegen uns noch ziemlich richtig. Da haben wir schon wieder eine Ruine. Alter, wie viele Ruinen wir hier finden. Nebenan natürlich gleich so ein Ding. Wollen wir hier mal ringehen? Wir gehen hier mal rein. Müssen halt nur ein bisschen aufpassen wegen der Monsters. Ja. Skelettschädel, Skelettschädel, Skelettschädel. Und da haben wir hier. Paar Sättel. Netherquarz, sehr schön. Schallplatte nehmen wir mit. Symbolseite, Nachthimmelsfarben. Sehr schön. Dunkelstahl nehmen wir um mit. Bernstein nehmen wir um mit. Gewöhnlicher Schatz nehmen wir um mit. Zaubertes Buch, Bann 4, Schutz 3. Alter. Und ich sehe uns schon unser Inventar wieder zuklumpen. Hier sind nur 8 Pfeile drin, hier sind nur 11. Komm, die lassen wir. Die Pfeile lassen wir drin. Genauso wie wir hier auch dann wieder gehen auf diesen machen. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Pinke Narzisse. Sehr schön. Gut, gehen wir weiter. Eigentlich würde ich gerne mal. Ja, was heißt mal? Ich muss den Mist auch mitnehmen, ne? Ganz ehrlich. Eigentlich total sinnlos, aber er muss mit. Boah, der sieht ja auch schön aus. Schick. Und schon wieder was. Was ist denn hier los? Weitet ja wieder bloß und durch. Mystische rote Blume. Habe ich denn den Rucksack dabei? Warte mal, ich glaube, ich habe den. Ja, den haben wir dabei. Dann sollten wir mal ganz kurz. Wir packen das mal. Den. Die Erde, die könnten wir eigentlich auch damit hinschmeißen. Salz, Basalt, Marmor. Alles, was wir jetzt so ein bisschen so an Krimskrams bei haben. Schmeißen wir da mal ins drin. Und dann würde ich natürlich gerne. Die mitnehmen, auf jeden Fall. Hier noch mehr? Da haben wir noch lila, ne? Bestimmt auch. Oder? Botania, sehr schön.
Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Wir müssen uns eigentlich so ein Buch craften. Ich wollte gerade sagen. Jetzt nehmen mit. Da sind noch blaue gewesen gerade, hab ich gesehen. Boah. Frage mich, ob man die auch ganz normal wieder einpflanzen kann. Aber eigentlich sollte das doch gehen. Dass wir uns da so einen kleinen. Siehst du, das wäre auch wieder so ein. Da sind noch ein paar blaue. Rote haben wir jetzt. Da könnte man zum Beispiel auch im Turm. Alter, krass, das aussieht. Die Frage ist. Ernsthaft? Im Baum? Ja, da könnte man sich eben in unser Hexenhäuschen, in so ein kleines Gärtchen anschaffen. Oh, hier ist eine Schwarze. Die uns. Ja. Und hier ist ein Asteroid gelandet. Natürlich. Die könnte man da jetzt mal rinwandern. Ach, deswegen uchtet über den Baum. Kommen wir hier nochmal rein. Auch wenn wir es nicht brauchen. Ich weiß, das ist eigentlich total Quatsch ist jetzt hier da sich durchzubuddeln, aber komm, einfach weil wir es können. Ja. Ja, gut. Und dann buddeln wir uns hier durch. Irgendwo die Truhe? Da ist er. Diese. Da haben wir den noch und einen Kupfernugget haben wir auch noch. Sehr schön. So, da haben wir auch noch mal ein bisschen Kupferzeug. Das nehmen wir natürlich liebend gerne mit. Hallo. Und denn den Marmor könnten wir uns eigentlich auch noch mitnehmen, weil wir werden den echt brauchen. Den Himmelsstein könnte man natürlich auch den Turm machen. Der ist schön dunkel, der ist aber eigentlich. Boah. Der sich ja eingegraben hat. Flup, flup, flup. So, dann haben wir nochmal. Haben wir nochmal ein bisschen was mitgenommen? Ja, da ist noch Kohle. Ich hab die gesehen. Boah. Mit eigentlich Kohle könnten wir. Könnten wir eigentlich auch hier brauchen, aber dann lieber die da hinten. Die ist doch ein bisschen. Ja, da ist einfach ein bisschen mehr. Es ist einfach mehr. Boah, Alter, was ist denn das? So, die nehmen wir gerne mit. Gerne. Flup, flup. So, Quarz. Also, dieses Underground-Biomes finde ich auch sehr neckisch. Also, das bringt so viele neue Steinsarten mit sich und sicherlich auch so viele Möglichkeiten. Bäh. War aber erstmal raus hier. Erstmal. Ach komm. Höhle ist in Ordnung. Hier sind noch weiße Blumen. Die nehmen wir lieber gerne auch mit. Wir nehmen alles mit, was wir hier finden können jetzt gerade. Ich gehe weit auf der Suche nach was ganz anderem. Alter, was denn das? Wow. Aufpassen, dass wir hier nicht runtersegeln. Wenn nur Spaß. Aber das ist so cool. Ist schon schön gemacht, auf jeden Fall. Wohin man jetzt am blödesten lang? Also da sind noch ein paar Blumen von. Ja. Hier ist ohne schöne Ecke, muss ich ehrlich sagen. Zum Bauen eigentlich ideal. Ich
Ich würde ja gerne da. Achso. Würde ja gerne da oben hin. Auch so eine Blume oder ist das schon wieder was anderes? Mal da, da ist Kohle. Was sagt denn der Kompass? Wie weit sind wir noch nicht gekommen? Ah, und Escape, Escape angewöhnen. Vor allem der Kompass ist gut, der Atlas. Und hier schwebt einfach ein Block wieder in der, mitten in der Welt. Hier könnte man schön was machen mit Hängebrücken oder so. Das wäre jetzt. Kann man hier so hoch, ohne irgendwas an Sprungkraft zu verbraten. Oh, da oben wird schwierig hochzukommen. Dann gehen wir erstmal unten lang. Aber das Ding finde ich cool. Bäh. So, schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber das Schlimme ist, dass man doch immer mehr installiert. Mehr, mehr, mehr. Und ja, weil es auch so viele schöne Sachen gibt, das ist das Problem da dran. So, was ist denn das? Ach, komm, das sind die richtigen. So, was brauchen wir auch noch? Gelb haben wir ja noch ja nicht. Blauer. Oh. Wo ist das Bett? Bitte. Oh. Oh. Hier ist es nicht. Ach die Scheiße, wo ist denn das Bett? Sag jetzt nicht, wir haben das Bett hier irgendwo stehen lassen. Wir haben das doch abgebaut und mitgenommen. Ja, dann würde ich sagen, willkommen in der Dunkelheit. So können wir das machen. Na tolle Wurst. Wo ist denn das Bett hin? Ich hab da das Bett aufgenommen. Und hier ist es ohne drin. Hier erst recht nicht. So, liegt das vielleicht in dem Rum? Da ist es. Alter. So, dann können wir gleich mal hier ein bisschen wieder zack, 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 zack. Die können wir auch mal gleich. Zack. Ja, sehr schön. Und das Bett. Ganz nicht da, wenn Mäuse in der Nähe sind. Leck mich. Ich will jetzt pennen. Ach nö. Ach nö, wo ist denn das Mistvieh? Hier ist kein Monster. Well. Lass mich schlafen. Ach nö, wo ist denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft jetzt? Da war ein Skelett zu sehen gerade. Das ist gerade vor mir runtergesegelt. Nein! Nein! Lieber mit. Oh, es geht. Könnt schlafen. Alter. So. Gut, hier baut sich die Welt gerade noch ein klein bisschen auf. Oh. Mystische hellgrüne Blume. Die nehmen wir ohne. Ah, das ist alles, was wir hier finden können. Da ist ein Creeper. Natürlich von uns eingesammelt. Und auch der Kies. Und da. Dafür nehmen wir mal den Zarten. Und wir müssen auf jeden Fall diese. Diese Wasserschuhe, die. Oh, Alter! Bau das ab jetzt, komm! Boah,
da ist er echt lahmarschig gewesen gerade. Wie gesagt, dieser Waterwalk ist schon nicht so verkehrt. Aber, naja. Aprikose. Da haben wir... Das ist ja okay. Da ist auch wieder irgendwas. Da ist irgendwas Schwarzes. Und boah, hier ist überall... Überall gibt es irgendein... Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. So. So, dann werden wir das gleich mal wieder hier in den Rucksack sortieren. Zack, zack. Jene schwarze Blume bis jetzt. Das ist ja ein bisschen mau. Möchte ich ja glatt weg mal behaupten. Da haben wir noch einen Haufen blaue. Da hinten will ich schon gerne hingehen. Einfach nur wegen dem Ofen schon alleine. Warum steht da einfach nur so ein Ofen rum? Wenn hier wissen wir, gut, da gibt es. Aber kick mal da. Alter, ich weiß, was uns erwartet. Kommen wir hier nochmal hin. Einfach nur, weil wir was können und weil mich interessiert. So. Ich hoffe nur, wir sterben nicht. Wir sollten eventuell uns hier eher die Cheeseburgerin schmeißen. Aber da ist auf jeden Fall... Ah, nee, ne? Oh Gott. Boah, wie viel Viehzeug hier gleich an die Rand kommt. Wir könnten ja mal. Wo sind wir denn da? Hier einen Marker setzen. Und zwar so. Und wie nennen wir denn den ganzen Spaß? Wir nennen es. Das Grab. Einfach nur das Grab.